Ich habe mir von maut1.de eine Mautbox gekauft für die Reise nach Italien. Diese Mautbox ist auch gültig für Frankreich, Spanien und Portugal. Bei maut1 gibt es die Box in zwei Varianten, einmal für Fahrzeuge über 3 Meter und einmal unter 3 Meter. Vor der Anbringung solltest du die Fläche noch kurz reinigen, damit es auch hebt. Bring die Box von außen gut sichtbar an deine Windschutzscheibe, vermeide dabei diese Klebeflächen in schwarz. Und so sieht die Mautbox von außen aus. Jetzt schauen wir mal, ob das in Italien gut funktioniert. Wenn es gut funktioniert, piepst es einmal und die Schranke geht auf. Fährt man durch, piepst es noch einmal und alles ist okay. So kannst du lange Wartezeiten an den Mautstellen in Italien vermeiden.